Willkommen zurück zu Delta Rune Chapter 2. Wir sind in einer weiteren Dark World gefangen und müssen jetzt erstmal unsere Freundin Noelle, die wir auch aus der Schule kennen, retten. Oh oh. Okay, das sieht echt verdammt cool aus. In der Distanz kann man eine leuchtende Stadt sehen. Du bist gefüllt mit der Kraft deines neuen Abenteuers. Das sieht verdammt cool aus, ey. Cyberworld. Ah. Ah. Queen Rules. Aber da oben gibt es einen Schatz, den will ich haben. Glowrist. Okay. Achso, man muss einfach nur nach oben drücken, hoch. Ich versuche die ganze Zeit den Stick im Kreis zu drehen. Frage mich die ganze Zeit, warum das nicht funktioniert, man muss einfach nach oben drücken. Na, ach du Scheiße! Oh, toll! Ja, das wusste ich ja jetzt nicht, dass das passiert. Huch. Also, dass man da runtersliden kann. Okay. Oh Chris, es ist ein kostenloses Editable Cyberpedia. Ich werde was hinzufügen. Da hat er einen Artikel über Rekruten verlieren geschrieben. Okay, wenn du jetzt Gegner mit Gewalt tötest. Okay, verlorene Gegner können keine Rekruten mehr werden. Aber. The bonds you break may make you stronger. Ja, okay, gut. Ich mache ja sowieso einen Pazifist. Da interessiert mich das jetzt nicht. Ja! Roar. Okay, Rasa hat in einer schönen Stimme mit den Gegnern geredet. Hier. Ist okay, kleine Katze. Miau. Oh, what the fuck? Oh, ich kann's nicht. Chris, ich denke, dass du das Passend übernehmen solltest, ja, das ist ja einfach. Ich weiß ja jetzt schon, wie das funktioniert. Apple.
Du hast die Truhe geöffnet. Fiber Scarf. Okay, das klingt war. Ja, das ist eine Waffe und zwar für den. Ralsei. Da ist die Magie viel besser, okay. Scheinbar wärst du durch Nubats Force Field gekommen. Nubat weiß nicht, wie dieses Force Field hierher kam. Aber es ist Nubats Force Field. Als einen Preis bekommt ihr Nubats Schatz. Nubat weiß nicht, was drin ist, aber Nubat wird es euch geben. Und ich habe es Nubat schon weggenommen, bevor er das überhaupt gesagt hat. Okay, gut, hier musste man also nicht lang. Dann vielleicht hier unten? Ja, okay. Noel, Liebling. Become my willing. Gehöre mir an und ich werde dich befreien. Alles, was du tun musst, ist. Ja, auf der Release-Form drücken. Ich hab Angst. Oh, hast du noch nie etwas unterschrieben? Nein. Es ist alles andere, was gruselig ist. Bitte. Verwerf deine Traurigkeit. Er hätte doch gesagt, ein Peon zu sein ist cool. Noel! Susie, Chris? Keine Sorge, wir werden dein Gesicht nicht zum Roboter werden lassen. Das ist. Irgendwas? Das ist so etwas, was sie tun werden? Ups, dachte, du wusstest das. Oh, Liebling, das sollte doch eine Überraschung sein. Naja. Warte! Es ist ziemlich anstrengend. Ein Peon muss zustimmen, um mir in der Weltherrschaft zu unterstützen. Hätte sie nur Freunde, wo auch Peons sind, um sie zu ermutigen. Ja, also? Also, ihr. Hey. Seid ihr. Macht ihr irgendwas gerade? Wir werden dir nicht helfen. Verstanden. Eine riesige Arcade-Maschine? Ich soll euch lächerlich machen. Eine simple children's diversion. There will be no choice. Es wird für euch keine andere Möglichkeit geben, außer mir zu helfen. Zur Hölle, ich habe noch nie so ein Ding gespielt. Aber Chris ist ziemlich gut in den Spielen, nicht wahr? Oh ja, Chris. Hab vergessen, dass du ein Nerd bist. Zeig's ihr. Oh. Du hast versucht, die Arcade-Maschine zu benutzen. Du warst nicht groß oder stark genug, um die Truhe zu benutzen. Ist okay, Chris. Ich bin auch ziemlich klein. Chris, warte, ich habe eine Idee. Chris, wenn wir unsere Kräfte vereinen, dann schau. Ich werde dir zeigen, was ich geübt habe. So geht das. Jetzt komm, Chris. Überlass es mir. Streck deinen Arm aus. Power Beast Form S. Beweg deine Arme und ich werde sie bewegen mit dir. Los geht's. Unglaublich. Eure Transformation kombiniert alle eure Schwachpunkte. Press X or Square.
Dachtest du, du könntest uns schlagen? Oh Mann, das hat sogar irgendwie Spaß gemacht. Ihr lebendigen Wesen hat meine Erwartungen übertroffen. Ich werde euch einen weiteren Kompromiss vorschlagen. Wähle zu meiner Cyber Army. Und dann wird es nur noch eine 50%ige Chance geben, dass ich euer Gesicht reprogrammieren werde. Bitte wählt eure Antwort aus. Oder. Okay, das ist jetzt ziemlich beschissen. Ich weiß jetzt nicht, was bedeutet. Maxim bedeutet klein. Wir wissen, was es bedeutet. Wir werden dir nicht helfen. Verstanden. Komm schon, lass uns hier nachgehen. Du bist gefüllt mit der Kraft von Videospielgewalt, okay. Okay, eine Art Force Field. Kraftfeld. Ich bin der Hacker. Ich werde, ja, für drei in den Cyberfields und ich werde dir in der Stadt beitreten. Ihr seht, wie die Leute auch so eine coole Stadt haben. Doof. Low risk.
So, da bin ich hier. Agree to all. Warte mal, ist das nochmal ein Puzzle? Tu es. Nein, das gebe ich nicht ein. Das ist eine Falle von der doofen Kuh. Da steht nämlich dran, allem zustimmen. Ja, guck. Du hast geschrieben, dass du allem zustimmst. Danke, dass ihr zugestimmt habt. Jetzt seid ihr alle meine Schergen. Und ich kann euch benutzen für egal was. Was ist, wenn wir einfach nicht das tun, was jetzt, dass du sagst? Nun, da wäre ich gezwungen, einen anderen Typen zu benutzen, wahrscheinlich. Ah, dann fangen wir besser damit an. Ja, okay, aber ich werde euch trotzdem noch benutzen. Ah ne, ich brauche 16 insgesamt oder wie? Die Kiste ist leer, ernsthaft? Hier, warte mal, will ich aber hier auch noch hoch. Was ist denn das? Und hier hört's auf. Warte, hier kann man noch mal. Ah, guck mal, hier kann man auch an. Okay.
Alter. Okay. Sackgasse. Alles klar. Was soll's denn? Was soll das denn? Twerp. Wer ist denn Twerp? Mein Name ist Sweet. Oh, wie Sweet? Magst du Süßigkeiten? Sag nicht, dass du noch nie von Sweet Captain Cakes gehört hast. Da klingelt nichts. Ich schätze und sagt, ist noch ein bisschen unter der Erde. Sweet Cap'n Cakes, nicht nur das beste Musiktrio in Cyberfield, wir sind auch nicht die letzte Resistent. Wir sind immer noch, wir sind die letzten, die gegen die böse, große böse Queen und all ihre Crew ankämpft. Und das fängt an mit dir zu. Was? Wir bekämpfen die Queen auch. Ah. Cap hat gesehen, wie du ihr geholfen hast, ein Mädchen zu entführen. Hey, Cap. Wir lassen keinen einen Finger auf Madame Moses legen. Außer uns. Das ist nicht der Punkt, Captain. Es ist der halbe Punkt. 60%, 55%. Wir sind Rebellen, keine Spieler. Wir sind Rebellen, die spielen. Wir spielen nicht. Wir spielen nicht. Das ist es. Hier rüber. KK, sind wir Spieler? Ich bin ein CD-Spieler. Hey, warte. Sie kommen uns davon. Sweet, chill. Es wird andere böse Leute geben. Nein. Das ist unsere Chance. Seid ihr bereit? Lasst uns kämpfen. KK. Ja? Spiel bitte Kampfmusik. Okay. Ja, das ist immer eine geile Kampfmusik. Hey, jeder tanzt mit Sweet. Sie verlieren sich komplett im Groove. Können wir auch tanzen? Ne, ich liebe das Lied. Vielleicht, wenn wir ihnen allen sagen können, dass sie tanzen sollen, können wir gewinnen? Der tanzt hier auf jeden Fall schon. Jeder tanzt mit KK. Tanz, alle tanz. Alles klar, okay. Aua. Hör, Sweet's not down to dance? Warte, ich kann nicht mit dem Bösen kämpfen. Chris, versuch einfach weiterhin zu tanzen. Hä, es funktioniert doch nicht mal. Funktioniert das wirklich? Vielleicht wenn Chris. Vielleicht wenn wir Ballroom Dancing. Hey, warum zur Hölle brauchen wir Chris, um zu agieren? Weil das Chris Talent ist oder so? Du denkst, ich bin zu dumm, um selber zu tanzen? Susie hat S-Action. Du kannst das im Magic-Menü benutzen. Susie, ich denke nicht, dass du das solltest. Happy Feet, Idiot. Susie hat mehr Zeit zu R-Action gebracht. Auch wenn das nicht wollte. Es tut mir leid, Chris. Ah, okay. Jeder tanzt.
Alter. Fühl den Beat. Guck dir mal meine Moves an. Tanz, tanz. Hey, Loser. Hör nicht auf. Der Kampf ist vorbei. Wir kommen vorbei? In anderen Worten, wir haben verloren? Soll das, dass wir Freunde sein können? KK, nein. Kämpfen ist nicht wirklich mein Style. Ja, weil du ein Feigling bist. Ich meine, es hat Spaß gemacht zu tanzen, aber. Sweet, mach dir keine Sorgen. Ich denke, unser Tanzen hat sie geschlagen. Sie geschlagen? Ja, mit Gnade und so. Ah, verstehe. Weil wir mit ihnen tanzten, hat es sie überzeugt, dass sie cool sind. Jetzt sind sie auf unserer Seite? Ja. Hey, ihr drei, willkommen auf der guten Seite. Wir sind die gute Seite. Mach einfach mit, Susie. Lass uns in unserem Junk Shop treffen. Wir haben die Tür zugemacht, aber wir werden sie auftreten. Alles klar, alle Mann. Los geht's. Okay, gut, Leute, machen wir hier im nächsten Part weiter bei Deltarune und ciao.